Und damit herzlich willkommen zum Workshop Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung in anarchistischen Gruppen. Ich habe mir für diesen Workshop habe ich mir eine sehr ambitionierte und umfangreiche Plan ausgedacht. Ich würde gerne in zwei Runden vor allem das Thema der Rechtsdurchsetzung behandeln, zum Thema der Rechtsetzung nur relativ wenig, denn ich habe im Programm gesehen, dass es da auch zwei Workshops zur Entscheidung in anarchistischen Gruppen gibt, auch in sehr großen Netzwerken. Und das wird auch aufgezeichnet, kann man sich also auch hinterher ansehen. Und außerdem könnte das der Christoph Besemer, der das macht, sowieso viel besser als ich. Was ich heute vorhabe, ist, dass ich erstmal einige Modelle der Rechtsdurchsetzung vorstelle, um einfach mal zu zeigen, was es da schon gibt und womit experimentiert wird. Danach würde ich gerne die Leute, die hier teilnehmen, in Breakout-Räume verteilen, sodass man untereinander im kleineren Kreis darüber sprechen kann. Da wird es vor allem, sofern vorhanden, um Erfahrung gehen, aber auch um prinzipielle Einwände und Hoffnungen, was das bringen kann. Dann wäre es wirklich toll, wenn in diesen Breakout-Räumen die relativ kleinen Gruppen, ich stelle mir so höchstens 5, 6 Teilnehmer pro Gruppe vor, wenn das von den Zahlen her geht, dass da ein bisschen Notizen gemacht werden, was so die Hauptkritikpunkte und die Haupthoffnungen für diese Modelle sind und dass wir dann zurückkommen in diesen Konferenzraum und im Konferenzraum dann die Erfahrungen aus den Gruppen teilen, sodass vielleicht aus jeder Gruppe, dass dann eine Sprecherin oder ein Sprecher bereit ist, einfach eine Minute lang kurz vorzustellen, was hat es eigentlich in dieser Gruppe gegeben. Und darauf können wir dann eine Diskussion folgen lassen. Und in meinem Idealismus stelle ich mir vor, dass das für dieses Thema, wie bewerten wir die Restorative Justice und die Transformative Justice, also die beiden Modelle, die ich hier vorstellen möchte, dass wir dann mit einer Stunde durchkommen, sodass wir in der zweiten Stunde ab 15 Uhr tatsächlich nochmal das gleiche Format durchlaufen, nur mit jetzt noch höheren Ansprüchen. Nicht nur, dass die Modelle kennenlernen und kritisieren, sondern eine utopische Perspektive einnehmen. Denn irgendwie wollen wir ja auf die Krise des Nationalstaats mit anarchistischen Antworten reagieren. Und da muss man natürlich dann auch einen hohen Anspruch stellen. Und wenn man den Staat ersetzen will, genügt es vielleicht nicht, ein gutes Modell für eine kleine Gruppe zu haben, sondern da geht es um Skalierbarkeit und um die Ausweitung des Modells. Und da sage ich gleich. Ja, genau. Ich bin Peter Seifert. Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung soll jetzt das Thema sein. Und die würde ich impulsmäßig euch geben. Aber ich glaube, dass es dann Sinn macht, nochmal in Gruppen zu gehen und da einfach ein bisschen die Fantasie galoppieren zu lassen und zu schauen, was kommt da raus. Und dann wieder zurück in den Konferenzraum. Es sollten wieder Leute aus den Gruppen ein bisschen vortragen können, auf was für Ideen man in der Gruppe gekommen ist. Und dann haben wir Diskussion bis fast zum Schluss, wo ich dann versuche, ein Fazit mir läuft ja jetzt die Zeit schon davon. Wir kommen schon zum zweiten Punkt nach Begrüßung und Organisatorisches. Ich will ein bisschen einführen und ein paar Modelle vorstellen. Es geht um die Frage nach anarchistischem Recht. Und das braucht man ja nur
deswegen, weil das Recht, das es schon gibt, nämlich das staatliche Recht, also es ist natürlich besser, ein staatliches Recht zu haben, als einen Staat ganz ohne Recht, da Rechtsstaaten immer noch angenehmer in ihrer Unterdrückungswirkung sind als Unrechtsstaaten. Aber nichtsdestotrotz, selbst gegen Rechtsstaaten richtet sich eine radikale anarchistische Kritik. Die Idee hinter staatlichem Recht ist ja eigentlich, oder überhaupt dahinter, dass es Staaten geben soll, ist eine der Legitimationserzählungen, dass wir halt im Prinzip alle böse Monster sind, die einander gegenseitig umbringen würden, wenn nicht so ein höherer Staat käme und uns so sehr ängstigt und so sehr mit Gewalt bedroht, dass sie uns einfach nicht mehr trauen, uns gegenseitig umzubringen. Ja, das ist so die Idee, die beispielsweise von Thomas Hobbes in dem Buch Leviathan, dessen Frontispiz ich hier zeige, geäußert wurde. Es gibt da andere ähnliche Erzählungen in der Vertragstheorie. Prinzipiell gilt aber auch außerhalb der Vertragstheorie diese Idee, dass der Staat erstmal uns voreinander schützen soll, um uns dann anschließend noch vor allen möglichen anderen aufzuschützen, sei es von anderen Staaten, die nebenan sind, oder vielleicht vor allerlei anderer Gefahren, wie zum Beispiel Pandemien oder Meteoriteneinschläge, und das können dann die Staaten oder sie können es nicht. Das Problem ist, eigentlich sind sie nicht sehr gut, die Staaten, darin, individuelle Rechte zu schützen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass zum Beispiel Polizei meistens dann gerufen wird, wenn ein Verbrechen schon geschehen ist. Und in den Fällen, wo die Polizei ermächtigt wird, bereits bevor Verbrechen geschehen, einzugreifen, dann eigentlich die bereits ihre Kompetenzen überschreiten und Unschuldige bereits mit Repressionen überziehen. Also das ist schon mal schlecht. Dazu kommt die Idee, dass das Recht des Staates zugleich den Staat binden soll, dass also der Staat gar nicht unrechtmäßig gegen uns Bürger oder auch gegen Menschen, die keine Bürger sind, vorgehen darf. Aber tatsächlich liegt in der Hand des Staates auch die Überprüfung, ob er selbst brav gewesen ist. Da gibt es noch Gewaltenteilung. Aber letzten Endes werden wir keine wirklich staatsfeindlichen Richter finden. Und üblicherweise wird das Recht des Staates, selbst des Rechtsstaates, gegen seine Bürger eingesetzt und niemals oder jedenfalls nicht in ausreichendem Maße gegen den Staat selbst. Man kann ihn schon mal verklagen, wenn er übergriffig wird, und damit kann man auch mal Erfolg haben, aber nicht in ausreichendem Maße. Und generell lässt sich feststellen, dass das Recht den Mächtigen mehr hilft als den Nichtmächtigen, weil viele Faktoren reinkommen. Was für Anwälte kann man sich leisten? Wie gut ist man vernetzt mit Staatsanwaltschaften und so weiter? Also da gibt es einfach viele Probleme beim staatlichen Recht. Dazu kommt noch, dass wenn es zu Gerichtsverfahren kommt, beispielsweise die Opfer von Gewalttaten gar nicht selbst mehr tätig sind, die werden sozusagen zu Zeugen und vielleicht Nebenklägern, aber eigentlich wird ihnen der Konflikt weggenommen und sie können den gar nicht selbst vielleicht mit Hilfe von anderen bewältigen, sondern das wird es dem Staat übergeben, und jede Gewalttat, sagen wir mal, wird vom Staat zunächst als eine Gewalttat gegen ihn selbst verstanden, denn er hat jetzt hierzu beleidigt zu sein, er ist derjenige, dessen Rechte gebrochen wurden. Nun haben gelegentlich Anarchistinnen und Anarchisten gesagt, dann schmeißt wir das Recht ganz weg, wir wollen ja überhaupt keine Gesetze haben. Aber da zeigt sich in der Praxis auch, da kann ich jetzt nicht auf einzelne Fälle eingehen, dass die völlige Regellosigkeit oder Rechtlosigkeit oder Gesetzlosigkeit auch keine so besonders anarchistischen Folgen hat. Da entstehen dann häufig
Machtbeziehungen, die ein bisschen unsichtbar bleiben und die insbesondere Privilegien stärken, die man ja auch nicht haben will. Entsprechend wäre jetzt die Überlegung, kannst du ein anarchistisches Recht geben? Dann müssten wir eigentlich zwei Sachen anschauen. Die erste ist, wie macht man ein anarchistisches Recht? Und zweitens, wie sorgt man dafür, dass das dann auch gilt und auch funktioniert? Man will ja in der Anarchie keine Herrschaft von Menschen über Menschen haben, auch keine Herrschaft von Strukturen oder von Regeln über Menschen. Dennoch will man aber, dass sich Leute an Regeln halten, wie beispielsweise, dass man einander ausreden lässt oder dass man sich nicht gegenseitig totschlägt. Und so bräuchte man eben Regeln, aber die dürfen nicht aufgezwungen sein. Es sollten Regeln sein, denen man freiwillig folgen kann, idealerweise. Und wie käme man zu solchen Regeln, denen man freiwillig folgt? Nun, es müssen Regeln sein, denen man zugestimmt hat. Nicht einfach nur Regeln, die einem vorgelegt wurden und dann wurde gesagt, hier stimme zu oder verlasse das Land, sondern wo man bereits bei der Entstehung dieser Regeln beteiligt war. Und dazu würden sich Konsensverfahren anbieten. Ich habe da mal so eine Struktur als Grafik mit aufgezeichnet. Das ist ein bisschen kompliziert und ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Ich verweise nochmal auf Christoph Besemers Kurse, die auch aufgezeichnet werden. Die Idee ist prinzipiell die, dass wenn man einer Regel zustimmt, wenn man auch an ihrer Entstehung beteiligt war, dann sollte man sie auch befolgen wollen. Und das wird auch normalerweise der Fall sein, aber es kann halt auch passieren, dass man, ob bewusst oder unbewusst, sich dann doch nicht an Regeln hält. Es können Regeln gebrochen werden, und zwar sowohl solche Regeln, auf die man sich geeinigt hat, wie zum Beispiel in unserer Gruppe wird, sagen wir mal, nur vegan gekocht und dann kommt aber einer vorbei und bringt Leberkässemmeln mit. Ja, hat gegen die Regeln verstoßen, hat einfach nicht dran gedacht, weil er in seinem Alltag eben nicht vegan lebt. Da müssen wir dann fragen, wie gehen wir jetzt damit um? Schmeißen wir die weg? Werfen wir den Leberkässemmeln raus und so weiter. Also wie gehen wir damit vor? Es kann aber auch sein, dass Leute absichtlich gegen Regeln verstoßen, weil sich dadurch Vorteile verschaffen. Oder es könnte sein, dass manche stillschweigend davon ausgehen, dass bestimmte Regeln des interpersonellen Umgangs miteinander sowieso gelten, Höflichkeit oder wie man einander anredet oder wie man gewisse Distanzen einhält. Und dass andere sich diese Regeln gar nicht bewusst sind oder nicht bewusst sind, dass die eigene Privilegierung dazu führt, dass man anderen bereits auf die Füße steigt. Entsprechend, es kann dazu kommen, dass Regeln gebrochen werden, selbst wenn die meisten meistens guten Willens sind. Und was macht man dann? Ruft man dann die Polizei und sagt, ja, hier autonomes Jugendzentrum, bitte verhaften Sie ein paar von uns, weil wir waren nicht brav zueinander. Nein, lieber nicht. Das möchte man ja gerade nicht haben. Und es haben sich jetzt Verfahren der alternativen Rechtsdurchsetzung herauskristallisiert in einigen anarchistischen Szenen des Netzwerks, die aber nicht allgemein sich durchgesetzt haben. Zwei möchte ich vorstellen. Erstens Restorative Justice. Dazu gibt es Experimente seit den 1970er Jahren. Das ist ursprünglich in indigenen Gruppen in den USA geprobt worden. Das waren Gruppen, die sowieso kein Vertrauen zur Polizei hatten, aus guten Gründen, eben aus der Erfahrung. Und dann haben die gesagt, ja, wie haben wir denn das gemacht, bevor die weißen Siedler, die Europäer nach Amerika kamen? Da hatten wir ja auch Verfahren, wie wir mit Regelbrüchen umgehen. Und dann haben die versucht, einfach aus ihren indigenen Traditionen bestimmte Verfahren heraus
auch zu retten und wieder anzuwenden. Und das läuft über die Idee, dass Bestrafung ja den Schaden, der durch eine Regelverletzung angerichtet wurde, gar nicht gut gemacht wird, dass man eigentlich danach streben sollte, Verletzungen zu heilen und den Schaden eben wieder irgendwie zu reparieren, wenn möglich, und die zerbrochenen Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft wiederherzustellen. Denn man möchte nicht, dass etwa ein externer Akteur, wie zum Beispiel die Polizei oder der Staat, Leute aus der Szene rauspickt und dem eigenen Strafsystem unterwirft. So, wie kann das funktionieren? Man trifft sich dabei in einem Kreis, das ist der Restorative Justice Circle, also wiederherstellende Gerechtigkeitskreis, kann man es übersetzen. Und da sollen alle Betroffenen beteiligt werden, wobei die Bedürfnisse des Opfers am wichtigsten sind, aber auch die Bedürfnisse aller anderen ebenfalls berücksichtigt werden müssen, nur halt vielleicht nicht prioritär. Dazu gehört übrigens auch die Berücksichtigung der Interessen der Täterin oder des Täters, denn auch die gehören zur Gemeinschaft, und es soll deswegen nicht darum gehen, diese Person zu stigmatisieren als Täter, so wie das beispielsweise im deutschen Strafrecht der Fall ist, wo man nicht nur einen Mord begangen hat, sondern zum Mörder wird. So soll also nicht der Täter, die Täterin erstellt werden, sondern es soll so ein Empowering für alle geben und es eben schon die Falschheit der Tat betont werden, aber nicht die Identität der Person, die was falsch gemacht hat, als Täterin oder Täter. Und hier gelten jetzt sechs Prinzipien, nur ganz kurz. Erstens, die Beteiligten an dem Prozess, die sollen die Definitionsmacht haben. Also nur sie wissen, was vorgefallen ist und wie sie es benennen wollen und wie damit umzugehen ist. Zweitens geht es darum, Konfliktlösungen zu suchen, aber nicht Verurteilungen. Drittens soll ein Konsensverfahren verwendet werden, sodass man ja sozusagen niemanden überstimmen kann. An diesem Verfahren alle damit einverstanden sind, wie es was dabei rausgekommen ist. Viertens, ganz wichtig, ist die Freiwilligkeit, und das gilt auch für die Person, die etwas Falsches getan hat. Wenn die da nicht mitmachen will, dann funktioniert dieser Restorative Justice Circle nicht. Alle Betroffenen sollen beteiligt werden, und es entscheiden die Personen, ob sie betroffen sind. Also wenn einer einem anderen etwas stiehlt, kann es durchaus sein, dass eine dritte Person sagt, sie sei da ebenfalls betroffen, weil sie vielleicht Mitbesitzerin des gestohlenen Gegenstandes war oder auf die Benutzung dieses Gegenstandes angewiesen war, selbst wenn sie nicht Besitzerin ist. Und insofern ist das ein offenes Verfahren für die, die teilnehmen möchten. Und als sechstes gilt die Gleichheit im Circle, in diesem Kreis. Das heißt, es gibt nicht eine Richterrolle oder einen Polizisten, der Leute wegsperren darf oder dergleichen, sondern es soll eben hier ein egalitäres Verfahren sein. Soweit erstmal die Vorstellung für Restorative Justice. Ich schaue kurz in den Chat, was es da geht. Downloaden und so weiter. Okay. Wer sind in dem Fall alle anderen in dem Kreis neben Täter und Opfern? Also wer nimmt an so einem Kreis teil und wer nicht? Gut. Es nehmen Leute Teil, die daran interessiert sind, dass die Gemeinschaft als solche, die ja sich vielleicht auch verletzt fühlt durch die Tat, die innerhalb der Gemeinschaft geschehen ist, dass der wieder gut geht. Da können also alle möglichen an so einem Verfahren Interessierte teilnehmen.
Es ist aber unverzichtbar, dass das Opfer oder die Opfer der Tat, das kann die ganze Gemeinschaft sein, wenn die Gemeinschaftskasse gestohlen wurde beispielsweise. Da sollten dann möglichst viele teilnehmen. Ja, und insbesondere ist wichtig, dass auch die Opfer bereit sind, da teilzunehmen. Wer jetzt noch genau dazu kommt, das ergibt sich je nachdem auch, wie skandalös dieser Fall jeweils erscheint. Bei vielen Fällen wird es sein, dass einigen Leuten ganz egal ist, wie das ausgeht, dann nehmen die da eben nicht teil. Ja, und wie wird in diesem Konzept mit einer Situation umgegangen, in der die Täterinnen nicht teilnehmen möchten? Das ist ein großes Problem. Das ist ein Problem, das sich in einer ganz bestimmten Art von Fällen auch gezeigt hat. Es wurde also innerhalb der anarchistischen Szenen diese Restorative Justice auch kritisiert. Es gibt einige Fälle, wo es schlichtweg dazu geführt hat, dass Personen, die sich an so einer praktisch Wiedergutmachungsverfahren nicht beteiligen wollten, dann hatte man gesagt, ja, dann wollt ihr eigentlich gar nicht, dass unsere Gruppe gelingt. In dem Fall sehen wir nicht mehr, wie du an unserer Gruppe teilnehmen kannst. Das wurde dann mit Ausschluss beantwortet. Aber es gibt noch dramatischere Fälle, auf die ich jetzt eingehen möchte. Ich weiß nicht, ob ich eine Triggerwarnung aussprechen soll, denn ich möchte nicht auf Details eingehen, aber ich muss es ansprechen. Es gibt in anarchistischen Szenen sexualisierte Gewalt. Und das sind Fälle, an denen diese Restorative Justice-Verfahren nicht besonders gut funktionieren. Darauf würde ich jetzt auch gern noch eingehen. Und zwar gleich mit einem Beispiel, das habe ich heute auf Facebook in einer auf privat gestellten anarchistischen Gruppe, die hat mehr als 20.000 Mitglieder, gefunden, hat heute in der Früh jemand geschrieben, auf Englisch: "Any recommendation text about what we will do to rapists and pedo," also Pädokriminellen, "in anarchist society." Und die erste Antwort, die kam, war: "Tie them to a pole and set their dick on fire while everyone watches." Also eine Verstümmelungs- und Straffantasie. Das geht hier noch weiter mit weiteren Verstümmelungen, die hier herbeifantasiert werden. Und das sind Antworten, die man eigentlich jetzt bei rechtsextremen Gruppen erwarten würde. Das gibt es aber eben auch innerhalb von anarchistischen Gruppen. Es wird dann weiter unten in dem Screenshot auch zugegeben, das ist ja gar nicht anarchistisch, aber egal, dass es nicht anarchistisch ist, Hauptsache das Rachebedürfnis wird erfüllt. Und das gibt es natürlich, ein Rachebedürfnis, und gleichzeitig gibt es ein Bedürfnis auf Täterseite erstmal, dass die Tat als solche nicht wahrgenommen wird. Die Freunde des Täters, das ist ja alles jetzt gedacht innerhalb einer Szene, die werden vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, dass solche Dinge geschehen. Es ist hier also eine Frage der, ich sag mal, des Patriarchats, das sich auch in unseren Szenen widerspiegelt. Und wenn wir sagen, die Strafe für Vergewaltiger ist Kastrierung, Verstümmelung, Tötung oder so, dann werden viele Aktivistinnen und vor allem Aktivisten sehr dagegen sein, dass solche Themen überhaupt jemals angesprochen werden, weil man will ja nicht im Grunde die eigenen Leute, die halt mal böse waren, gleich so scharf bestrafen. Insbesondere da auch Todesstrafe und Körperstrafen im Anarchismus eigentlich nicht so besonders beliebt sind. Ich habe hier gleich, ich will, bevor ich jetzt zur Transformative Justice gehe und die vorstelle, kurz auf die auf den Chat nochmal eingehen. Hier höre ich in puncto Definitionsmacht:
Ist das nicht genau das Problem der differenten Wahrnehmung? Ein sexueller Vorwurf wird entleert und darüber wird unendlich gestritten, ohne Aussicht auf Konsens, so in der Praxis. Genau, also dieses Problem ergibt sich dabei und es wurde ein anderes Verfahren vorgeschlagen und getestet, das damit umgehen soll, obwohl, das sage ich gleich, auch das kein perfektes Verfahren ist. Allerdings gilt das mit der Definitionsmacht auch beim staatlichen Recht. Also das Problem hat man immer, dass hinterher die eine Person ganz was anderes erlebt hat als die andere, vor allem wenn da noch Alkohol im Spiel ist. Und beide ganz empört sind darüber, wie die andere Person das sieht. Definitionsmacht. Weiterer Kommentar im Chat. Deswegen ist Restorative Justice weniger praktisch als Transformative Justice, gerade wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Richtig, darum werde ich jetzt kurz die Transformative Justice vorstellen und der Kommentar gleich hinterher, aber bei finanziellen Problemen wäre das doch ein interessantes Konzept. Richtig, Transformative Justice eignet sich dann wiederum nicht für viele Sachen, wo Restorative Justice funktioniert. Deswegen beide Modelle. Ich stelle schnell noch, in dieser Gruppe, das will ich noch sagen, um nicht zu sagen, diese Gruppen sind total blöd. Da hat dann recht bald jemand auch dieses Booklet, What About the Rapists, gepostet. In dem Programm, das ich in den Chat gestellt habe, nachher gleich nochmal reinstellen werde, da ist auch der Link mit dabei. Also da gibt es auch vernünftige Vorschläge, die nicht einfach nur einen Lynchmob darstellen. So, Transformative Justice, das ist vor allem dann interessant, wenn es gar nicht darum geht, wie bei der Restorative Justice, dass die Gemeinschaft wiederhergestellt werden soll. Denn gerade im Fall sexualisierte Gewalt gab es ja offensichtlich in dieser Gemeinschaft bereits Machthierarchien oder zumindest Machtunterschiede, die es möglich gemacht haben, dass die Täterperson der Überlebenden oder der Opferperson so etwas antun konnte. Und insofern macht es gar keinen Sinn, diese Gemeinschaft wiederherzustellen. Vielmehr sollte diese Gemeinschaft mit den eigenen Problemen umgehen und sich selbst verwandeln. Diese Machtungleichheiten bestehen einerseits in der Szene, in der Gruppe, andererseits aber auch in der gesamten Gesellschaft. Das muss hier in Angriff genommen werden. Und diese Transformative Justice, die wurde entwickelt, insbesondere in Kreisen von intersektionell unterdrückten Personen, häufig People of Color, die gleich aus mehreren Gründen von ganz unterschiedlichen Leuten Unterdrückung erfahren, sich praktisch nicht an den Staat wenden können, aber auch ansonsten in emanzipatorischen Gruppen nicht das Standing haben, das andere haben. Und dort hat sich dieses Transformative Justice entwickelt. Es geht dabei jetzt nicht nur primär um die Bedürfnisse des Opfers wie in der Restorative Justice, wo auch sozusagen die Täterperson stark berücksichtigt werden muss, sondern es geht erstmal nur um das Opfer und dass das Opfer das bekommt, was es zunächst mal braucht nach dieser traumatisierenden Sache. Das ist vor allem erstmal Sicherheit, dass das also nicht nochmal passiert. Es muss ein Safe Space hergestellt werden. Es wird verschiedene Art von Hilfe benötigt und die muss erst einmal sie bekommen. Da denkt man an das, was sonst so Rape Crisis Intervention Center machen, also wie bei Frauennotrufen es das auch gibt. Dann geht es um die Frage des Täters. Also meistens sind das ja Männer, es sind nicht ausschließlich Männer, aber meistens, was an der patriarchalen Sozialisierung liegt.
Dieses Verhalten muss auch geändert werden. Und bei diesem Verfahren geht es nun nicht mehr darum, dass getan wird, was den Tätern auch angenehm ist, sondern die müssen dadurch eine Zone, in der sie sich ganz unwohl fühlen werden, durch und müssen anerkennen, dass und wie sie falsch gehandelt haben und dass sich das auch ändert. Das kann durchaus sehr langwierig werden und selbstverständlich kommt es hier auch vor, dass Täter da gar nicht mitmachen wollen. In dem Fall wird, das zeigt jetzt die Erfahrung der fast letzten 20 Jahren ungefähr, in dem man damit arbeitet, das läuft üblicherweise auf Ausschluss dann heraus. Den Leuten, denen das vorgeworfen wird, die sich solchen Verfahren nicht stellen, die nicht bereit sind, ihren Scheiß gebacken zu kriegen, die fliegen üblicherweise aus diesen Szenen raus. Dann muss die Gemeinschaft selbst sich überlegen, was kann sie an ihren eigenen, was hat sie für Arten miteinander umzugehen, die dazu führen, dass es zu solchen Übergriffen kommt. Da muss sozusagen sich die Gruppe oder die Szene selbst an die Nase fassen und sich entsprechend verbessern. Und der nächste Schritt ist natürlich äußerst ambitioniert. Da müsste dann die Gesellschaft als solche ebenfalls revolutioniert werden. Das ganze Verfahren ist also nicht nur eine Nabelschau, aber auch, sondern es hat auch die Ambition, in die Gesellschaft hinauszugehen und diese ebenfalls einer Transformation oder gar einer Revolution zu unterziehen. Auf die Kritik, die so ausgeübt wurde, hin hat das Autorenkollektiv Crime Think den Literaturhinweis habe ich auch in meinem Programm aufgestellt. Das werde ich nachher gleich nochmal in den Chat posten für die, die es noch nicht gekriegt haben. Die haben ein paar Ideen zusammengesammelt, wie man das weiter bauen könnte. Zum Beispiel wurde da diskutiert, ob man nicht in den eigenen Szenen, ob das jetzt irgendwelche Cafés, Konzertgruppen, Aktionsgruppen und so weiter, ob die nicht intern sowas wie emanzipatorische Männergruppen bilden können. Es gibt ja bereits viel Erfahrung und auch einigen Erfolg von Frauengruppen, die geübt wird und Selbstbehauptung und das, was sozusagen Ähnliches dafür, wo man kritisch Mann sein kann und das eigene patriarchale Verhalten von anderen, die auch als Mann gelesen werden, kritisiert werden kann, sodass sich einfach ein anderes Bewusstsein entwickelt und dass dieses Mackertum, das es häufig gibt, einfach nicht so als normal gilt, sondern was Neues einstudiert werden kann. Das wäre dann auch die Basis, um dort auszudiskutieren, was ist okay, was ist nicht okay. Also so eine Frage, weil es ja doch sich gezeigt hat, dass insbesondere bei sexualisierter Gewalt es fast ausschließlich Männer sind, die Taten begehen. Wäre es halt die Frage, ob man da nicht dran ansetzen könnte. Das wäre so ein Ding, reden kann als Möglichkeit, sozusagen schon präventiv wegzukommen von Taten, bevor sie geschehen, weil einfach klar wird, dass bestimmte Sachen, bestimmtes Verhalten nicht okay ist, von dem man vorher vielleicht geglaubt hat, dass es doch okay ist. Wir sind doch alle Anarchisten, man darf ja alles, also warum nicht mal so ein bisschen übergriffig werden? Vor allem Neulinge mögen in Szenen reinkommen und glauben, hier ist alles erlaubt, weil hier gelten keine Regeln. Also
das wäre eine Frage, ob man nicht so eine Kultur in Gruppen. Und ein zweiter Vorschlag, der dort diskutiert wurde in diesem Pamphlet, den Link, wie gesagt, gibt es am Schluss nochmal. Da ist die Frage, kann man sowas eigentlich? Also ich habe lange Zeit von diesen Möglichkeiten Restorative Justice, Transformative Justice überhaupt nichts gewusst. Also das war mir neu. Darüber muss man was lernen, man muss es sammeln. Ich sehe hier auch, bin ganz begeistert, dass Leute hier schon Links in den Chat mit guten Quellen posten. Ich nehme vieles durch Lesen an, aber es wäre natürlich auch gut, wenn man ein bisschen Erfahrung sammeln würde, ob man da sowas wie ein Skill-Sharing einrichten könnte, damit auch innerhalb von Gruppen möglichst viele Leute zum Beispiel Moderatoren oder Mediatorenrollen ausüben können. Denn wenn nur wenige Leute die Fähigkeit haben, in solchen schwierigen Fällen so ein Verfahren zu beginnen und zu beraten, wie man das macht, dann entwickelt sich eine Expertise daraus. Und ein paar Leute, die im Prinzip die Juristinnen der Anarcho-Gruppe sind und als Richterinnen drankommen, mag sein, dass das Staatsrecht ganz ursprünglich mit so entstanden ist, dass einfach manche Leute moralischer und diplomatischer waren und deswegen immer gefragt wurden in Streitfällen. Und gerade sowas will man ja nicht, dass entsteht. Also das wäre eine utopische Perspektive, dass man sagt, wie bringen wir möglichst viele Leute dazu, sich nicht nur okay zu verhalten, sondern auch einerseits so eine Zivilcourage zu haben, bei Übergriffen einzugreifen bereits, und zwar wenn möglich, bevor man Gewalt einsetzen muss, und andererseits, wenn schon was Schlimmes passiert ist, wie man dann damit umgeht. Also das sollten eigentlich möglichst viele Leute wissen, dann wäre auch die, ich sag mal, die Schwelle, die man überschreiten muss, bevor man sich auf so einen Prozess einlässt, relativ gering, weil man sich da verlassen kann. Da machen dann viele mit und die Leute wissen, wie man es macht. So. Und die dritte Sache, die diskutiert war, es wurden vier Sachen diskutiert, eine davon war autonomes Vigilantentum, also Gruppen mit Baseballschlägern gründen, aber das lasse ich jetzt einfach mal weg, weil ich es nicht für sehr anarchistisch halte, auch wenn hier der Staat nicht mit einbezogen wird. Denn es gewinnt zum Schluss der, der sich einfach am besten bewaffnen und militärisch durchsetzen kann. Also lassen wir das weg. Und jetzt geht es noch um die Frage der anarchistischen Rechtsdurchsetzung, ob die skaliert werden kann. Denn bisher geht es um überschaubare Gruppen, wo man das Face-to-Face machen kann. Und die Frage ist, wenn wir beim Versagen, bei der Krise des Nationalstaats anarchistische Antworten geben wollen, können wir etwas, was große Flächen, territorienweit mit solchen Problemen umgehen kann. Und da wurde dann diskutiert, ob man so ein bisschen nach so ein bisschen Netzwerktheorie und ein bisschen Räterepublik miteinander mischt und dass man sagt, in so ganz kleinen Gruppen kann man sehr genau sich viele Regeln geben und überhaupt in Bezugsgruppen sich so zusammentreffen mit Leuten, die auch gleiche Regeln haben wollen. Und je größer das wird, desto mehr Spielraum braucht man da, wobei es einen gewissen Rahmen von Grundregeln immer braucht. Und dazu gehört, dass es eigentlich egal sein muss, in welche Umgebung ich mich begebe, dass überall sexualisierte Gewalt nicht okay ist und ich Hilfe bekomme, wenn ich entsprechend angegangen werde. Das ist, da gibt es jetzt noch kein Modell, wo wir sagen können, schaut dahin, schaut dorthin, da funktioniert so richtig gut. Wir haben hier die Alternative zum Nationalstaat, aber
Diese Power Polity, die vor 2 Tagen beispielsweise von Steve Shalom vorgestellt worden ist, das wäre so eine räterepublikanische Möglichkeit, in der Recht auf ganze Territorien gesetzt werden könnte. Ein Rechtsdurchsetzungsverfahren hat er dazu nicht genannt, aber wäre möglich, dass man dann ähnliche Institutionen einsetzt. Institutionen, huch, in der anarchistischen Szene werden natürlich viele sagen, das wollen wir gerade nicht. Ja, deswegen, wir können leider nicht nochmal in